Das Leben in der Burg. Das waren gute Zeiten. Die Leute waren geselliger. Oh, wie wir schlemmten. Und die holden Weiber umwarten. Natürlich gab es Arbeit, die unseren Geist stärkte. Und uns Kraft gab. Aber vor allem waren es glückliche Zeiten. Und ja, dann waren da noch die Nachbarn. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Stronghold, der Definitive Edition. Mein Gott, was ein Timing. Also ich hätte nicht gedacht, dass tatsächlich dieses Jahr Stronghold die Definitive Edition rauskommt, was nämlich ein bisschen witzig ist, weil bei mir fast zeitgleich das Projekt mit Stronghold Crusader anfängt. Und nein, das war echt nicht so geplant. Ich saß witzigerweise gestern selber hier und dachte mir so, wait, das wird heute released? Oh shit. Tja, also erstmal direkt runtergeladen, einen Tag später jetzt zum Aufnehmen. Wir machen das ab jetzt so, dass dann halt Stronghold Crusader und Stronghold Definitive Edition im abwechselnden Rhythmus kommen. Das heißt also, jeden zweiten Tag kommt eine Folge um 18 Uhr, im besten Fall. Und wir gehen einfach mal direkt zur Kampagne, würde ich sagen, und fangen halt von vorne an, werden bis hinten hin alles spielen, egal was, wie auch damals schon bei Stronghold, werde ich halt sowohl die ganzen Kampagnen, alle DLCs, Belagerung, Invasion, Burgpfade, was weiß ich nicht hier, Wirtschaft, was es da alles gibt, machen, egal was. Ne? Also wir werden alles machen, nach und nach. Egal wie lange es dauert. So, generell muss ich erstmal schon mal anmerken, ich finde es extrem geil, dass langsam die ganzen Strategiespiele alle eine neuere Version bekommen. Das hat ja mit Age of Empires 2 schon extrem gut funktioniert. Age of Mythology ist jetzt noch geplant. Die Stronghold Definitive Edition kam jetzt raus. Es sind gerade so viele Spiele, die ihre ganz alten Strategie wirklich schon die besten der besten wieder auspacken und neu machen. Also geil, einfach nur geil. Das fühlt sich einfach so toll an irgendwie, dass die richtig guten Spiele wieder rauskramen. Das sind auch die einzigen Spiele, wo ich sagen muss, da bin ich richtig drauf gehypt. So die ganzen neueren Spiele, die guckt man sich dann zwar mal an, die überzeugen einen vielleicht, eher unwahrscheinlich, muss ich leider zugeben, bei vielen neueren Spielen. Aber das hier, als ich die Ankündigung gehört hatte, ich war sofort gepackt. Ohne Witz. Gut, Hauptkampagne. Ja. Sieht auch geil aus, Kräfte sammeln. Ich meine, die kennen wir natürlich alle schon, klar, keine Frage, ne? Ich habe auch damals schon einen kompletten Playthrough gemacht mit 200 Folgen, wo ich den ganzen Kram gemacht habe. Jetzt muss ich halt überlegen, ist die Schwierigkeit auch wieder im Spiel einstellbar oder ist das jetzt irgendwo am Anfang? Sieht nach im Spiel aus. Okay, dann fangen wir mal an. Das gefallene Königreich. Kaum war der König mit seinen Mannen in das Land der Barbaren einmarschiert, kam das Gerücht auf, er solle durch eine Verschwörung vom Thron gestoßen werden. Tatsächlich wurde er bald gefangen genommen und kurz darauf begann auch schon die Invasion in sein Land. Einige Edelmänner im Dienste des Königs, darunter auch euer Vater, versuchten das Blutvergießen zu beenden, wurden jedoch auf dem Weg zu den Verhandlungen von einer Bande unbekannter Halunken massakriert. Auch ihr selbst wurdet in einen Wald auf einer Halbinsel zurückgedrängt, in dem sich eine kleine Truppe loyaler Männer versteckt hält. Mission 1 – Kräfte sammeln. Ich sage, wir schlagen sofort zu, jetzt oder nie. Nein, bloß nicht. So führen wir die paar Männer, die wir haben, wie die Lämmer zur Schlachtbank. Wir brauchen Zeit, um unsere Kräfte zu sammeln. Unsinn! Ich werde mit 6 meiner besten Männer im Schutze der Dunkelheit in das feindliche Gebiet vordringen und... Nein, nein, so hört doch!
Unsere Männer sind kurz vor dem Verhungern. Wir sollten Folgendes tun. Die Debatte zieht sich bis tief in die Nacht und schließlich nimmt euch Lord Woolzweck zur Seite. Sir Longarm sagt, er habe euren Vater gut gekannt. Deshalb will ich euch die Gelegenheit geben, euch zu beweisen. Ihr werdet das erste Kommando übernehmen. Alles klar. Also ich denke mal, die werden wahrscheinlich jetzt an der Kampagne gar nichts geändert haben. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil die sieht erstens gleich aus. Es sind ja sogar dieselben Bilder und auch dieselben Animationen der Charaktere. Und ich bin ehrlich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die unbedingt einfach nur hochskaliert, also wurden jetzt hochskaliert oder wurden die tatsächlich auch geändert? Weil die sahen jetzt nicht so neu aus, weiß ich mein. Wobei die Anzeigebilder hier zum Beispiel wieder deutlich besser aussehen als damals. Also, es ist so eine Mischung irgendwie noch. Mal sehen. Ihr werdet gebraucht, um den Aufbau eines Basislagers von ausreichender Größe zu überwachen. Sucht zuerst eine passende Lichtung und beginnt dann mit der Konstruktion. Holz gibt es hier ja zur Genüge. Ja, wir schauen uns nur einmal ganz kurz an, ob sie bei den Hinweisen irgendwas geändert haben. Nee, ist so ziemlich das Gleiche vom Aufbau her. Auch das hier ist das Gleiche. Also bis jetzt ist es halt einfach nur grafisch eine Aufwertung, würde ich sagen. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Oha. Oha. Oh, oh, oha. Okay, es gibt gar keine Bildschirmrandbewegung mehr. Das ist ja interessant. Ich kann nur mit WASD bewegen. Weiß ich jetzt nicht so, ne? Na gut, das ist... Oder kann man das einstellen? Also erstmal Cursor fixieren, finde ich schon mal gut. Danke. Weil es ist bei Strategiespielen sonst immer echt ein bisschen schwierig. Ansonsten finde ich das von der Größe hier eigentlich okay. Jetzt muss ich mir ganz kurz mal überlegen, ob ich jetzt gerade irgendwie doof bin oder ob ich das einfach nicht sehe, aber bestimmt. Das ist der Kompass. Ach so. Ja, nehmen wir den einfach. Ah, wobei, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ist eigentlich Quatsch. Steuerung. Bla bla bla. Mausrad, Kartenzoom. Schieben aktiviert ist auch schon wichtig. Ne? Ich wollte mich gerade sagen, da müsste es mich bei sein. Okay. Ja, 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 weil ganz ehrlich, man macht halt auch öfter mal den hier, einfach weil man das gewohnt ist. Außerdem ist es halt manchmal auch schneller. Na cool. Was haben wir jetzt hier für geil. Das finde ich gut. Okay. Was mich jetzt hier noch eine Sache... Kann ich schon direkt als Verbesserungsvorschlag geben? Könnte man nicht rein theoretisch, bestimmt kommt das noch, weil hier ein Marktsymbol jetzt ist. Einen Autoverkauf einfügen. Weil das fand ich mich immer irgendwie cool. Das ist also die Überlegung einfach nice, wenn es halt sowas geben würde, dass man halt dann hier sagen kann, ey, Brot wird halt automatisch ab irgendwie 100 verkauft. Wenn sie sowas drin haben, ich schwör's euch, dann wäre es richtig geil, weil das ist halt. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Wenn sie sowas haben. Okay. Es ist ja schon die nächste Zoom-Stufe, also noch näher jetzt, das geht's nicht. Alles klar. Sieht aber schon schick aus, muss ich sagen. Cool. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Ja, ja. Okay, der Vogel da unten sieht ein bisschen komisch aus, bin ich ehrlich. Der scheint, ich weiß nicht noch, das war beim, war das bei der Ankündigung oder war das ein bisschen später? Da gab's auch tatsächlich sogar einen richtigen... Ich nenne es jetzt mal einen kleinen Mini-Hass gegen ihn hier, weil der so komisch aussieht. Eine Botschaft von eurem Informanten. Man hat Spuren von Tieren in der Umgebung ausgemacht, Sire. Okay. Ich versuche natürlich jetzt ja logischerweise auch darauf zu achten, wie das Ganze optisch ist, wie das Ganze von den Emotionen her aussieht. Das finde ich jetzt gerade viel wichtiger als die Mission, sich zugeben. Und wenn ich mir das so angucke, also optisch zumindest, sieht das Ganze schon fantastisch aus, wenn ich die alleine laufen sehe. Sieht viel smoother aus, wobei dadurch natürlich jetzt halt die Animationen, wenn die halt, ich sag mal, gerade stoppen, irgendwie wieder komisch aussehen. Also es sieht irgendwie gut aus, aber hat auch so einen komischen Effekt, weil die halt trotzdem ihre, ich sag mal, diese, es ist ja keine Stop-Motion, aber stehen bleiben, kurze Animation, das ist halt wie so, du drückst halt bei der Animation auf Play und danach ist halt wieder Stillstand, das haben die halt hier ganz viel.
Und der Wechsel dazwischen, der ist halt ab und zu so ein bisschen, so wie jetzt hier gerade eben, zack, stockend. Das ist halt von der Laufanimation in die Hackanimation überspringt, weiß ich mal. Und halt nicht so smooth übergeht. Zack, da reingehen, das ist okay, ne? Weil das ist das Gebäude, das ist sogar noch fein. Aber achtet mal drauf, wenn er gleich beim nächsten Baum ist, was ich genau meine. Da sieht man es mich schon ganz gut. Oh, eine Botschaft von eurem Informanten. Die Kundschafter melden Wolfsrudel, die sich der Burg nähern. Wir müssen die Vorräte einlagern. So, jetzt pass auf. Zack, zack. Weißt du, achte mal auf den hier. Wenn er zum Baum geht, so bevor er anfängt zu hacken, fängt er plötzlich an, so zu stehen zu bleiben, dann stottert er schnell zu den Animationen rüber. Zack. 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 Und das ist halt, was ich meine mit. Ich meine, das ist ja komplett halb so wild, ne? Nur auf solche Kleinigkeiten will ich halt versuchen zu achten. Weil das sind so die Sachen, an die halt hab ich halt schon vorher drüber nachgedacht, dass die halt dann eventuell nicht so toll aussehen. Aber wie gesagt, das ist ja komplett egal, ne? Prinzipiell. So, nochmal eine Hütte. Okay, sie ist im Weg. Kann ich sie wegschauen? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Oh, sie redet ja gar nicht. Oh, sie redet ja gar nicht. Keine Steuern ist eine Sache. Aber wie wäre es mit einer kleinen Gabel? Nun kommt schon. Ey, Bernhard Traugott, wie wär's mit Nein? Jetzt mal ganz im Ernst, mal richtig doof gefragt. Als ob die nicht dran geht. Also das ist eine Sache, die hätte ich jetzt aber echt erwartet, dass sie dran denken, dass man denn irgendwie... Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Die Leute. Oder irgendwas machen kann, es halt dir auf Seite gehen. Keine Steuern. Das ist eine angenehme Veränderung. So, verdammt. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen so geht, aber generell, auch hier die ganzen Leute sind echt laut. So. Keine Steuern so ist sind besser. Gute Steuern. So lautet meine Devise. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Cool, cool. Okay, nice. Die Kindanimation sieht ein bisschen witzig aus, ehrlich gesagt. Radegunde Schläger spielt vor sich hin. Sieg. Nett. Sieg! Herzlichen Glückwunsch. Nice. Okay, dieser Siegescreen sieht auch gut aus jetzt. Also insgesamt. Während die Männer mit vereinten Kräften die kostbaren Vorräte in den Kornspeicher schleppen, reiten Sir Longarm und Lord Woolsack in das Lager. Gute Arbeit! Gar nicht schlecht für das erste Mal! Nein! Oh, der Narr hat das Lager inmitten eines Wanderpfades von Wölfen aufgestellt. Umso besser! Das verschafft den Männern die nötige Übung für unseren geplanten Schlag. Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einen Kundschafter auszusenden, um einen geeigneteren Standort zu finden. Ach ja. Jo, der Farbenwechsel. Alles klar. Die ging erst so ins Türkis und so über. Cool. Ja, also ich sag mal so, ich habe natürlich jetzt noch nicht viel gesehen. Ich will jetzt die ersten paar Folgen. Ich weiß, das wird vielleicht ein bisschen komisch sein. Aber ich will das natürlich auch so detailtechnisch auseinandernehmen, wie nur, also so weit wie nur irgendwie möglich. Weil ich bin riesen Stronghold-Fan. Und ich meine, ich habe 200 Folgen dazu gebracht. Ich ne? Und deswegen achte ich halt jetzt auf alles. Ja, also es tut mir leid, wenn das erstmal ein bisschen nervig wirkt vielleicht. Aber wenn es euch halt wirklich nur ums Gameplay geht und ihr wirklich sehen wollt, wie die Story hier ist oder wie die Missionen laufen. Ja, also. Das wird in den ersten zwei, drei Folgen vielleicht ein bisschen schwierig. Ansonsten mache ich es genauso wie damals, auch wenn die Folgen sehr kurz sind. Wir werden genau eine Mission pro Folge machen, dafür aber egal, wie lang sie ist. Wenn also die Mission eine Stunde dauert, dann dauert sie eine Stunde. Wenn die Mission nur 2 Minuten dauert, dann haben wir eine sehr kurze Folge. Das ist dann halt der Mission zu schulden, ne? Okay, cool. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.